In Werk ohne Autor geht es um den jungen Kurt Barnard. Der eine sehr traumatische Kindheit hatte und der sich an der Kunstakademie in ein Mädchen verliebt. Goldfasan wie du darf nicht in eine gewöhnliche Büchse aschen. Goldfasan? Ja. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Sehe ich genauso. Und Kurt ist eben irgendwie anders. Und ich glaube, dass Ellie sowas nicht kennt, aber trotzdem bemerkenswert findet. Und dann lernt er ihren Vater kennen. Hier ist ein Mieter für eins der Zimmer. Komm doch mal. Das ist ein sehr, sehr deutscher Mann, geprägt vom Ersten Weltkrieg, der die Nazi-Ideologie sich komplett zu eigen gemacht hat. Dieser künftige Schwiegervater sieht in dem Schwiegersohn in spe alles, was er verachtet. Geht sofort in den Machtmodus über und demütigt, subtil. Die Tochter ist hin und her gerissen in ihren Loyalitäten zwischen dem Vater, den sie liebt, und dem Geliebten. Durch die Beziehung mit Kurt findet sie, glaube ich, immer mehr zu dem, was sie ausmacht, und entdeckt dadurch immer mehr die Grausamkeiten ihres Vaters. Und von diesem Kampf handelt der Film und all das eingebettet in drei Epochen deutscher Geschichte. Das ist möglich, weil es durch die Kunst verbunden ist, durch diesen ehrlichen, jungen Mann, der seinen Weg sucht. Den Sinn, den er findet in seiner Kunst oder womit er tatsächlich zum ersten Mal das Gefühl hat, dass er was Echtes und Wahres schafft, hat mehr mit seiner eigenen Familiengeschichte zu tun, als er vermutet hat. Ich hoffe, dass die Zuschauer einen Film erwartet, in dem sie emotional durchgerüttelt werden, weil er so viel mit unser aller Leben zu tun hat.